Weiter geht's. Ah ja, wenn ihr übrigens noch Playlists habt, die ich für ein Minecraft Let's Play verwenden darf, immer her damit. Ich höre da auch gerne mal, was ihr so vorschlägt. Vielleicht gibt es da noch andere bekannte Playlists oder vielleicht habt ihr mehr Ahnung, was man denn für Musik verwenden darf. Ich habe ja versucht, mich da jetzt mal schlau zu machen, aber... Eieiei. Welche Musik, welcher Let's Player, mit welchem Netzwerk der nun verwenden darf, das ist mir echt zu kompliziert. Okay, es war nicht unbedingt kompliziert, aber ich war einfach zu faul, um gescheit zu recherchieren. Okay, ich will auch einfach mal faul sein. Lass mich faul sein. 1, 2, 3. Vielleicht sollte ich hier mal wieder... Ah ja, ich hätte vielleicht auch gleich... Wir haben gar nicht mehr Gold, oder? Ja, Leute, ich glaube, das war's. Scheiße. Das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Ja gut, dann lege ich das jetzt mit normalen Schienen, dann ist das halt erstmal nur so ein One-Way-Ding. Huch, das war eins zu weit. Ja, dann mache ich das hier erstmal so und dann ist das so ein One-Way-Ding. Okay, Schienen kommen hier rein. Ich brauchte noch roten Clay und ich wollte von außen mit Erde. Erde und Stüfchen. Um den Turm nochmal rumbauen und um ein halbes nach außen gehen. Ah ja, und was ich hier auch machen wollte... Weil der schaut irgendwie so aus, als ob der überhaupt kein Fundament hätte. Ich wollte einfach hier nochmal so ein bisschen... Oh, außen um den Turm. Einfach so ein bisschen rum. Was ist denn das hier? Ist das ein Kürbis? Sieht ja blöd aus. Ist das jetzt eine Laterne oder was? Hä? Ich check nichts mehr. Und mir sind die Stüfchen schon ausgegangen. Ja, ganz toll. Mehr Stüfchen. Moment, ich mach jetzt noch ein paar. So, dann geht mir jetzt wahrscheinlich als nächstes das hier aus. Hier gleich nochmal welche mit. So. Die habe ich ja jetzt gar nicht eingebaut, gell? Nein, ich mach das jetzt nicht. Ich mache das hier jetzt von außen, was ich machen wollte. Was wollte ich überhaupt? Ah ja, ich wollte ihm hier so ein bisschen eine Fußnote geben. So, und jetzt schaue ich mal, ob ich von außen auf meinen Turm komme. So. Das sieht doch schon besser aus. Jetzt nur die Frage, wie ich da rumkomme. Oh Gott. Das kann so schief gehen. Ich sehe das schon schief gehen. Zum Glück ist da unten Wasser. Okay. So, jetzt ganz vorsichtig hier vor. Es läuft besser als erwartet. Soll ich hier noch so einen dazwischen? Ja, das können wir dann von oben weghauen. Also mein Plan ist, das jetzt noch um eins rauszubauen, dann so ein bisschen hochzubauen und dann oben einfach ein Dach drauf zu machen. Ja. Ich glaube, spannender wird das nicht. Ich habe mir vor kurzem auch so ein Leuchtsteinturm-Tutorial angeschaut, was ziemlich cool aussah. Aber ich habe mir leider nichts davon gemerkt, ansonsten könnte ich jetzt coolen Shit bauen. Dachte ich mir noch so, boah, geil, das Wissen, dass du dir das jetzt angeeignet hast, kannst du fürs Let's Play benutzen. Ja, und dann habe ich mir nichts gemerkt im Endeffekt. So ging es mir in der Schule auch schon immer. Aber das ist auch mal ein interessantes Thema. Haben wir eigentlich schon mal über Schule geredet? Gehen denn welche von euch noch in die Schule? Ich muss zugeben, ich fand Schule ja immer... Ich habe keine Steinstüfchen mehr. Aber da ich jetzt in die Schule gegangen bin, weiß ich, wie ich mir den Crafting-Bench mache.
Nee, weil das wäre ja eigentlich Wissen, was man brauchen könnte. Was ich damit sagen will, ist nicht jetzt unbedingt, dass Schule für den Arsch ist, aber teilweise ist Schule ziemlich für den Arsch. Wenn man nicht die Sachen lernen kann, die einen interessieren. Also wenn Schule eher so ein Zwang ist und einen zwingt, Sachen einfach nur auswendig zu lernen und nicht die Interessen fördert, die man natürlich schon hat. Also wenn es einfach Fächer gar nicht gibt, für die man sich interessiert, oder wenn man gesagt wird, nee, das bringt dir später überhaupt keinen Job. Mal ganz unter uns gesagt oder mal ganz blöd gesagt, alles kann später zum Job werden, wenn man nur der Beste ist. Also, ich folge ja ganz vielen Artists, also Concept Artists aus der Spielebranche. Und ein Artist, der hält immer so Motivational Speeches. Und der hatte mal ein ganz schönes Zitat. Ich zitiere den da jetzt einfach mal, den guten Anthony Jones. Der hat mal gesagt, wenn es dein Traum ist, Zahnstocher anzuspitzen und du bist der fucking beste der beste und schnellste Zahnstocheranspitzer der Welt, weil du das den ganzen Tag lang machst, dann wirst du irgendwie einen Job finden als Zahnstocheranspitzer oder Experte für Zahnstocher werden. Irgendwie sowas. Weil du halt einfach der beste Mann slash Frau für den Job bist. Also ja, wie sind wir darauf gekommen? Ja, Schule sollte mal mehr Interessen fördern, damit es mehr Zahnstocheranspitzer gibt. Das kam jetzt irgendwie nicht so episch rüber, wie ich das in Erinnerung hatte. Das tut mir leid. Ich wollte Leute motivieren und habe gefailt. Aber da sieht man es als Beispiel. Ich habe nie gelernt, richtig zu motivieren. Ich labere einfach nur in dummen YouTube-Videos und zeichne hin und wieder. Und weil ich das öfters mache, kann ich das vielleicht ein bisschen besser als Motivational Speeches geben. Mein Geheimrezept für alles, was irgendwie mit Motivation zu tun hat, ist einfach nur Shia LaBeouf draufslappen. Das hilft immer. Was ist denn das für ein Riesenbaum da hinten? Baumhaus könnten wir auch bauen, ja? Nein, ich fange schon wieder mit neuen Bauprojekten an. Es tut mir leid. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier irgendwie wieder runterkomme. Ey, komm mal wieder runter, ja? Komm mal wieder runter von einem Haufen Dreck. Boah, weh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das sieht nicht gut aus, Leute. Dieses ganze Leuchtturmprojekt. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich habe eine Schaufel im Inventar, ne? Warum benutze ich die eigentlich nicht? Ist auch schon zu spät. Warum sammle ich die Erde wieder auf? Ich werde die nie wieder in meinem Leben sehen. Heieieiei. Ich schaue mir das mal wieder von weiter weg an. Naja. Passt schon. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich diese Steindinger mache, dann wäre mir auch schon ziemlich geholfen. Soll ich einfach mal kurz im Wiki nachschauen? Nee, erstmal werden die mit Cobblestone gemacht. So? Nee. So? Nee. So. Ah, die wollte ich. Perfekt. Und ich glaube, ich brauche 8 oder 10. Das weiß ich noch nicht. Lieber zu viel als zu wenig, denn jetzt geht es wieder rauf auf den Leuchtturm, der immer noch keine gescheite Treppe hat. Wey! Ah ja, ich plane übrigens schon, also das kann ich ja jetzt mal hier anteasern. Ey, im Moment, teasern bringt eigentlich gar nichts, weil ich weiß eh nicht, wann ich das dann mache oder wann ich das dann durchziehe. Meine Fresse! Moment. Muss mich darauf konzentrieren, hier irgendwie ins Freie zu kommen. So, jetzt kann ich reden, was ich eigentlich reden wollte. Ich wollte mal anteasern oder andeuten, dass ich ja gerne noch. Hey, Moment. Moment, Moment, Moment. Das machen wir noch ein Stückchen schöner. Das kann man ja so nicht lassen. Das kann man ja so. Ich kann es ja nicht vor die Haustür lassen, das Kind. Schrecklich. So, Moment.
Nee, in die Ecken mache ich dann immer so ganze. Und da kommen dann die Stempel drauf. Oh Leute, ich habe noch ein kleines Fünkchen Hoffnung für diesen Leuchtturm, aber ich bin mir echt nicht sicher. Ich würde mal sagen, wir bauen die Nacht durch, oder? Solange hier nichts spawnt. So, dann kommen jetzt die Säulen hier hin. Kann ich die hier drauf bauen? Natürlich. Brauche ich das so? Komm, ist wurscht. So. Kann ich hier noch runterfallen? Nee. Ja, das sollte ich dann vielleicht trotzdem so machen. Dann brauche ich aber deutlich mehr davon. Ja, ihr seht, ich bin etwas unschlüssig, was diese ganze Aktion angeht. Scheiße, hier drin können auch Monster spawnen, ne? Ich leuchte das alles mal aus. Oh, Kacke, und hier unten können auch welche drin sein. Ich baue mir mal ein Minecart und verdufte. So. Adios. Mal schauen, ob wir überhaupt irgendwo ankommen. Über was habe ich denn gerade erzählt und was wollte ich denn gerade noch machen, bevor ich ins Bettchen gefahren bin? Ich weiß es leider schon wieder nicht mehr. Jetzt erstmal eine Runde schlafen und dann überlegen. Ah ja, ich wollte mehr Cobblestone-Mauern bauen. Ach, ich spiele schon wieder 40 Minuten. Krass. Ah, dabei wollte ich doch heute gar nicht so lange aufnehmen. Und das macht Spaß. Ich will gerne weiterspielen. Ich nehme mir immer vor, nicht so lange zu spielen, damit ich nicht so viel zum Editieren habe, weil das dann immer so ewig dauert. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier nichts gespawnt ist. Bäume wachsen auch. Ko oder kommt mir das nur so vor? Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt von den Leuchtturm so halte. Da hinten ist übrigens immer noch Erde drin. Die sollten wir vielleicht irgendwann mal und so. So, ich baue das hier mal so rein, damit das so aussieht, als würde das da reingehen. Haben wir hier noch. Haben wir nicht. Uns gehen langsam die Steine aus. Aber eigentlich wollte ich diese Dinge hier wollte ich machen. Ja, so. 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 Lieber zu viel als zu wenig. Und jetzt wieder ab nach oben auf den Bau. Weiß auch noch gar nicht, was ich da für ein Dach drauf mache und in welcher Farbe. Aber mit so einem Netherbrick, das wäre geil. Aber für einen Netherbrick müssten wir in den Nether. Und da habe ich jetzt irgendwie nicht so Lust drauf. Ja,